Ja, guten Abend, ihr Lieben. In dem Video geht es um eine kleine Nachtwanderung. Ich habe mir zum Ziel genommen, 15 Kilometer heute noch zu machen. Ja, sportlich. Aber ich habe es ja mal gelernt und das muss ich auch irgendwie wieder hinkriegen. Ich werde was Leckeres kochen. Ich habe vom Bekannten von mir Wildbret bekommen, beziehungsweise wild gehacktes Wild. Und da habe ich heute Frikadellen vorbereitet. Die werde ich mir gleich machen, wenn ich Hunger habe. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Und dann schauen wir mal, was wir erleben. Die Nacht ist kalt. Ja, ich laufe jetzt mit Rotlicht. Es erhellt ein bisschen die Nachtsicht. Es ist kurz vor Neujahrswechsel und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich muss raus. Ja, das mache ich jetzt. Ja, tut gut auf jeden Fall, sich wieder zu bewegen. Mache ich sowieso regelmäßig. So, sag ich mal, Kraftmärsche. Da marschieren noch mal üben, ob man das noch kann. Da gibt es ja diese Trainingseinheiten, den Indianerlauf und wie es heißt. Ja, letztendlich tut's gut, weiter geht's. Ich müsste jetzt so 4-5 Kilometer gemacht haben. Noch ist nicht Zeit für Essen. Bis später. Ja, ich bin jetzt hier, circa 8 Kilometer sind es jetzt, wird Zeit für die erste Kaffeepause. Da oben ist ein Hügel und da will ich meine Kaffeepause drauf machen. Ich habe Kaffee im Rucksack mit, der hält mich fit und ja, dann sehen wir weiter. Boah, ist das kalt, Leute. Aber es ist geil, da fühlt man sich lebendig. Ja, weiter geht's. Ja, da erkennt man es jetzt. Da, wo Stahl das Herz umschlingt, Leute, da wird Stahl gekocht. Das ist wieder der Abstich in der Nacht. Der Himmel leuchtet feuerrot. Erinnert mich ein bisschen so aus Herr der Ringe. Mordor. Ja, ich bin jetzt hier oben auf dem Berg. Ah, ja, Zeit für ein Käffchen.
Oh, Leute, es ist kalt, aber Pro-Tipp, Thermoskanne dabei haben. Das ist, glaubt mir, das ist immer Gold wert. Ja, und so genauso, nehmt euch selbst nicht die Nachtlicht oder die Nachtsicht, benutzt eben halt rotes Licht. Sehr praktisch für alle Arbeiten, die ihr sehr nah um euch erledigt. Und so könnt ihr echt viel von eurer natürlichen Nachtsicht erhalten. Oh, Leute. Ja. Ja, ich habe von meinem Bekannten, vom Beruf Jäger, habe ich Wildgehacktes bekommen, beziehungsweise gehacktes Wild. Schlacht mich tot, was das ist, habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgefragt. Aber da habe ich heute für uns Kartoffelstampf und eben halt Frikadellen gemacht, Wildfrikadellen. Weiß nicht, gibt es dafür einen speziellen Ausdruck? Naja, ist egal. Auf jeden Fall habe ich schöne Frikadellen gemacht mit einem frischen Kartoffelstampf und mit ein bisschen Butter bei. Ah, ganz herrlich. Ne? Und ja, das war so viel Gehacktes, was ich bekommen habe, dass ich jetzt noch ein bisschen was mit habe. Ich habe jetzt noch eine vorbereitete dicke Frikadelle dabei und die werde ich mir jetzt schön braten, zwischen zwei Brotscheiben machen. Ich habe jetzt knapp, sagen wir mal, 8, 9 Kilometer müssten es sein runter. Bin fit, aber ich glaube, die Stärkung wird mir jetzt gut tun. Und ja, dann machen wir das ganz einfach so, dass ich euch jetzt lecker verköstige. Und natürlich gibt es auch das Rezept zu den, ja, Buletten, Frikadellen, wie auch immer man das nennen mag, habe ich extra für euch noch. Und das blende ich nachher auch ein. Aber erstmal muss ich jetzt zubereiten und kochen und brutzeln. In der Hinsicht, bis gleich. Ja, letztendlich auch wieder nur meine einfache, ja, Tasche dabei. Ich denke, jeder, der mir hier zuguckt, weiß, dass ich das echt gerne mache, dass ich mir gerne meine Essenssachen in der Natur zubereite. Und ja, so auch heute. Ich verbinde das immer gerne mit einer Außenaktivität, sei es jetzt meine Nachtwanderung, ne, ist auch mal was anderes. Und da eben halt quasi eine Nachtwanderung rausmachen, zusammen mit einem leckeren Essen, ist immer was ganz Fantastisches. Weil draußen an der frischen Luft, wisst ihr alle, schmeckt alles viel, viel besser. Und ja, viel Gelaber, legen wir los. Ja, viel zur Zubereitung braucht man natürlich nicht. Ich habe meine allseits treue, gute Dubbelsdose dabei, sprich meine Brotdose. Mit der werde ich auch alles zubereiten. Ihr seht hier, die hat schon ein paar Sachen auf dem Tacho, aber da sind leckere, frische Sachen drin. Das ist einmal quasi die Bulette selbst. Die ist jetzt noch eingepackt in Frischhaltefolie, damit die hier nicht alles vollsaut, möchte ich nicht. Dann ein Paddling mit Sonnenblumenöl. Ein bisschen mehr, weil die muss schwimmen im Fett und das muss auch richtig schön angebraten werden. Und ansonsten ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann habe ich hier noch quasi eine Scheibe Käse. Ne, weil zu einem Burger gehört Käse. Und zwei schöne Weißbrotscheiben. Ich habe jetzt keine speziellen Burger Patties, sondern oder Burger Buns, also Burgerbrötchen, sondern nehme einfach nur immer Weißbrot. Habe ich ehrlich gesagt auch lieber, weil die Brötchen, die zerfallen meistens immer und das nervt. Und das Weißbrot, wenn es frisch ist, passt sich das schön an. Und so soll es sein. Ja, fangen wir an. Ich baue auf und dann fangen wir an zu kochen.
schön verteilen, ne? Und dann das Ganze erstmal heiß gemacht, weil Öl muss heiß sein. Packen wir die Bulette aus. Ja, während das Ganze hier anfängt, so richtig schön zu brutzeln, man hört es im Hintergrund, trinke ich mir ein Käffchen, schön warm, hält den Herzschlag auf Trab. Ich habe das Rezept hierfür, blende ich euch mal hier so in der dunklen Ecke ein, da kann man es gut lesen, schöner Kontrast. Ja, ist nichts Besonderes, aber die Frage ist jetzt, habt ihr jemanden, wie ihr an Wildbret kommt? Im Endeffekt müsst ihr, auch der Duft, müsst ihr vielleicht einen Bekannten im Jäger, also im Kreis haben, der Jäger ist. Sprich, mein Bekannter, der uns das mitgebracht hat, wie es vermuten lässt, ist eben halt Jäger. Und ich kann euch nur sagen, geschmacklich ist das qualitativ auf einem ganz anderen Level. Sowieso ist gutes Fleisch, sollte eigentlich jedem am Herzen liegen, weil ein Fleischstück aus dem Discounter ist jetzt nicht so das Pralle. Klar gibt es leckere Sachen und da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Das ist aber sollte nicht normal sein, dass man quasi da wirklich für ein Stück Fleisch nichts bezahlen muss. Sondern Fleisch hat eben halt, sollte Qualität sein, auch generell Lebensmittel, ne? Weil heißt ja nicht umsonst, du bist, was du isst, ne? Und wenn ich mir die ganzen übergewichtigen Menschen hier heutzutage in unserem Land angucke, da läuft einiges verkehrt, Leute, da lassen sich einige Leute gehen, ne? Klar gibt es da mit Sicherheit den einen oder anderen drunter, der krankhaft übergewichtig ist, aber ich glaube, Übergewicht selbst ist die Krankheit, da machen sich viele Leute was vor. Ich kann das sagen, ich war selber übergewichtig lange Zeit. War eine Phase in meinem Leben, wo ich mich hängen lassen habe. Da habe ich 110 Kilo gewogen. Und ich weiß, wie das dazu kam. Man muss da grundlos ehrlich zu sich sein. Ja, Quatsch, Quatsch. Und der Burger brät. Ja, ihr Lieben, das sind so die einfachen Dinge im Leben, ne? Sag ich ja immer wieder, die kosten nicht viel, müsst ihr nur rausgehen und selbst machen, ne? Ja, aber so ein köstliches, echt so köstliche Wildfrikadellen, muss ich auch gestehen, habe ich ehrlich noch nie gemacht. Das Rezept, was ich da habe, das ist im Endeffekt abgewandelt von, sag ich mal, Rinderfrikadellen, die ich gerne esse mit der Würzung. Und quasi mit dem Fleisch, das ist einfach nur, also ich bin hellauf begeistert, wirklich hammerlecker. Und wie gesagt, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe auch oft an Häusern, gerade auf dem Land, habe ich so Schilder gesehen, hier gibt's Wild von ihrem örtlichen Jäger. Oder hier bekommt man Wildfleisch, ne? Und ich denke mal, das ist auch kein Problem, das heutzutage noch mal zu finden im Internet, / in gewissen Foren. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Jäger, der solche Sachen anbietet. Zum Kauf auch. Ne? Beziehungsweise kann man sowas bestimmt auch in gewissen Märkten käuflich erwerben. Ja. Und Fleischwolf hat man, glaube ich, also wir haben zumindest schon seit eh und je habe ich einen Fleischwolf. Aber es liegt auch daran, dass meine Großmutter, die war Metzgerin, gelernte, und die hat alles selbst gemacht. Das war auch viele Erinnerungen.
Naja. Dann warten wir mal darauf, dass die Bulette gekocht ist. Gebraten. So, ihr Lieben, Essen ist fertig. Tässchen Kaffee dabei. Eigentlich wollte ich ja nur Kaffeepause machen, aber es ist so schön hier, die Aussicht. Ich blende mal ein paar Langzeitbelichtungen mit der Kamera ein. So mit der Videokamera schaffe ich da keine guten Aufnahmen hinzubekommen, leider Gottes. Die Aussicht ist fantastisch. Man sieht ja wieder, dass das Ruhrgebiet dann doch irgendwie so aus Stahl und Metall ist und gerade, sag ich mal, als gelernter Schlosser beziehungsweise Metallbauer oder wie auch immer man diesen Beruf mittlerweile nennt, ist mir auch ziemlich egal. Ich nenne mich selbst Schlosser. So, wenn man die Wurzeln im Metall hat, ist man stolz darauf, wenn man überall diese Metallgerippe sieht. Ja, wir labern. Ich trinke meinen Kaffee nicht, der wird kalt und das ist irgendwie blödsinnig. Ja, und des Weiteren habe ich natürlich auch noch einen richtig geilen, leckeren Burger mir gezaubert. Ja, Scheibe Käse drauf und so muss das. Ich wünsche guten Appetit. Leute. Ist immer noch arschkalt, aber sau lecker. Also arschkalt um mich herum. Der Burger an sich. Also, ja, müssen wir mal ein bisschen mit der Beleuchtung spielen. Machen wir es mal so. Na, Kamera, fixier dich. Also, boah, richtig leckere Bulette. Frikadelle, wie auch immer. Ja, ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Freue mich darüber. Auch erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ja, 100 Abonnenten, mein Gott. Wie gesagt, wer hätte das gedacht? Habe ich ja schon in dem speziellen Video dazu, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, erzählt. Aber letztendlich freut mich das irgendwie doch schon, ne? Da quasi jetzt mehr Leute erreichen zu können. Ja. Einige lustige Fehltritte erlebt. Daran habe ich euch auch teilhaben lassen. Sprich, mein Biwaksack, den ich mir geholt habe, für, sag ich mal, eine günstige Mark. Wer günstig kauft, kauft zweimal. Weil, wissen wir ja jetzt. Ja. Der hat ja nicht wirklich das gemacht, was er machen sollte. Aber ich, fand es wichtig, das mal vorzustellen. Vielleicht bewahre ich den einen oder anderen vor einem Fehlkauf damit, weil es gibt durchaus genügend Leute, die sowas dann noch als Top verkaufen, obwohl das, sag ich mal, eher so ist, wenn überhaupt. Ne? Ja. Letztendlich, ich war drauf und dran, noch eine längere Wandertour zu machen, jetzt über, sag ich mal, den Jahreswechsel. Hab's dann doch sein lassen. Ist nur eine kleine Wandertour mit Kameraden geworden. War trotzdem schön. Aber man hat ja Zeit. Ne? Beziehungsweise wir hoffen alle, dass wir Zeit haben, wie viel Zeit wir wirklich haben. Was keiner wirklich, was auch gut ist. Ne? Da fallen mir immer wieder die Zyklopen ein. Ne? Die Zyklopen haben ja nur ein Auge. Und man sagt ja, die haben im Tausch, die Zukunft zu sehen, ein Auge quasi abgegeben und haben dadurch eben halt nur dieses eine Auge. Und die durften in die Zukunft gucken und haben dann quasi den Tag ihres Todes sehen dürfen. Und leben seitdem her mit der Strafe, dass sie die Zukunft wissen wollten. Ne? In der Hinsicht. Also es ist gut, wollte ich damit sagen, dass man nicht weiß, was einen erwartet, weil Unwissenheit ist ein Segen. Ne? Ja. Ausrüstungstechnisch habe ich momentan nichts geplant, mir neu zu holen. Weil
Ich habe alles, was ich brauche. Ja. Da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich noch mehr und mehr zu holen. Aber ich habe schon mal in einem meiner letzten Videos gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Ne? Boah. Also, Rainer, herzlichen Dank fürs Mitbringen. Köstlich. Absolut köstlich. Ne? Also, wer noch nicht wild gegessen hat, soll es hier mal machen. Ganz, ganz heißer Tipp von mir. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee. Ja. Tourentechnisch habe ich noch so einige Wünsche. Ich möchte noch mal die Siebenburgen-Tour auf französischer Seite wandern. Ist im Endeffekt auch nichts Weltbewegendes. Das ist eine Tour, die quasi 2 Tage dauert. Hört sich jetzt wild an, aber das ist ein Areal in dem Grenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich. Wunderschön. Es ist ein Traum. Bin ich schon mal gewandert. Habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Und die möchte ich noch mal auffrischen. Das habe ich mir fest im Kopf gesetzt. Aber das ist so für 2020 angesetzt. Ja. Ansonsten zeittechnisch werde ich mich noch ein bisschen mehr um YouTube bemühen. Sprich, Videos regelmäßig hochladen. Ich habe da Spaß dran. Und ja, letztendlich, ich werde jetzt hier nochmal einen Burger aufessen. Dann werde ich noch ein paar Kilometer stapfen. Aber viel interessant für euch wird da nicht dabei sein. Wenn was Interessantes dabei sein sollte, folgt das hier noch im Anschluss. Aber so Nachtwanderungen haben immer was Ruhiges, finde ich. Also ich habe da oft so, zum Beispiel, wenn ich Hummeln im Hintern habe, ich nenne das immer so, dann muss ich mich bewegen. Ich kann das nicht ändern. Ich muss dann raus, ich muss an die Luft, muss meine Energie loswerden und dann marschiere ich los. Und so eine Nachtwanderung ist immer unheimlich ruhig. Man hat alles für sich. Ja? Die ganze Welt gehört einem, weil alle Angst haben, im Dunkeln was zu machen. Nee. Ach. Eine Nachtwanderung hat wirklich was Schönes. Ich habe vor einiger Zeit, da wart ihr auch damit dabei, habe ich euch ja mitgenommen, habe ich das erste Mal seit langem wieder mal wirklich eine schöne Nachtwanderung gemacht und habe festgestellt, wie schön und entspannt sowas ist. Die ganze Welt ist ruhiger, entspannter und man hat wirklich seinen eigenen Rhythmus nachts. Die Energie, das ist so eine schöne Form, seine Energie loszuwerden, sich zu bewegen. Und dann einfach nur total fertig ins Bett oder in den Schlafsack zu fallen, das sind die schönsten Momente, finde ich. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video war einigermaßen erträglich. Beleuchtungstechnisch bin ich auch ein bisschen besser jetzt ausgestattet. Sprich, ich sehe jetzt auch was, wenn ich unterwegs bin und habe nicht das Licht in der Fresse und sehe nichts mehr. Was sehr gut ist, weil letztes Mal hätte ich mich beinahe auf Fresse gelegt oder hätte Leute umgerannt und all solche Sachen. Alles Sachen, die nicht rein müssen, gerade wenn man draußen unterwegs ist. Ja, danke für eure Zeit. Ich wünsche euch echt noch von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, kommt gut raus, ne? Oder wie auch immer. Fertig ist der kleine Klaus. Ah. Letztendlich, kommt gut rein und man hört und sieht sich. Ne? Bis zum nächsten Video. Noch Kaffee, noch Essen und dann packe ich zusammen und dann weg. Macht's gut. Und spielt nicht mit Essen.